Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal Tanjas Tipps und Tricks. Heute das nächste Unboxing und zwar habe ich die neue My Little Box bekommen und zwar für Dezember 2021. Hat jetzt wieder ein paar Tage gedauert, bis der Vermerk Sendung elektronisch angekündigt sich gewechselt hat in Wir stellen zu. Verzeihung, aber wir haben Weihnachten. Ihr wisst, wie viel los ist. Wahrscheinlich wartet ihr auch auf noch so ein paar Pakete, genauso wie ich auch. Also ich habe da eigentlich, wollte ich noch vor Weihnachten so ein paar Videos abgedreht haben, die euch auch interessieren könnten. Aber ja, die Pakete, die stehen jetzt schon ultra lange auf angekündigt. Die kommen einfach nicht. Naja, gut, ist egal. Wir haben die My Little Box. Und wenn ihr ein paar Sekunden dran bleibt und euch mein Intro anschaut, dann öffnen wir mal die My Little Box. Bis gleich. Aha! So, ja, die My Little Box. Habe ich ja eine E-Mail bekommen vor ein paar Wochen mit der Frage, wie soll sie denn aussehen? Also so farblich. Die Gestaltung ist bei allen gleich, aber ich habe mir aussuchen können, ob die My Little Box, so wie in meinem Fall, also so hellblau ist oder ein dunkles Grün hat. Ich habe mich jetzt ja für die hellblaue entschieden, weil ich dachte, ja komm, so dunkelgrün passt jetzt so weniger in mein Zuhause rein. Hellblau zwar auch nicht perfekt, aber schon etwas besser. Die My Little Box ist diesmal ein Karton zum Rausziehen, also eine Schublade, was ich auch mal ganz erfrischend finde, weil ihr seht ja so ein bisschen hier oben die Boxen sonst, es sind tatsächlich mal Boxen, so wie so eine Art Schuhkarton, das ist jetzt tatsächlich mal was zum Rausziehen und ich ziehe es jetzt auch mal raus, so damit ihr mal gucken könnt und hoffe, dass mir nicht wieder alles runterfällt. So sieht es dann aus. So, das stelle ich mal. Ach komm, stellen wir es mal hier hin. So. Ja, was ist denn drin? Es ist als allererstes diese Karte drin. Ich heize mal in die Kamera, damit ihr mal gucken könnt. Und dann gucke ich sie mir selber mal an. Eine Karte. Ja, also ich finde sie eigentlich ganz ansprechend. Ich mag so diese Schlossart, dieses... ja, barocke, dieses, ja, das gefällt mir. Das ist jetzt ziemlich, ich denke mal, das wird den Geschmack vieler treffen, weil es ist nicht zu überkandidelt, finde ich jetzt. Es ist gerade noch so geschmackvoll. Und hey, wenn man Kinder hat, es ist noch genug weiße Fläche da. Die können mit Buntstifte rein theoretisch noch was ausmalen. Hinten kann man dann was Nettes draufschreiben. An Päckchen klemmen zu Weihnachten und dann ist das doch auch was Schönes. Also ja, das ist doch schon mal was Nettes, die stelle ich mal hier hin. Ja, die Box selber ist im ersten Augenblick ein bisschen übersichtlich, weil man im ersten Augenblick drei Teile sieht. Mal gucken. Ach so, ja gut. Das Schleifchen brauchte ich gar nicht öffnen, das hat sich schon so erledigt. Egal. Packen wir mal, da ist noch irgendwas drin. Nein, kommen wir, wir fangen mal damit an. Also, das erste Päckchen sieht so aus. Es ist natürlich auch wieder, wie alles andere, aus einem Guss. Dem Motto ist man also treu geblieben. So, was ist denn da drin? Wie kriegt man das auf? Ach so, haha, wieder keine Schere. Na gut, dann muss ich mal eben ein bisschen knibbeln. So. Ah, okay. Na, kommst du her. Da. Ich würde mal behaupten, dass das ein Puderpinsel ist. Ja, wo man mit sich das Gesichtspuder drauf macht oder halt das Rouge drauf macht. Er ist schön weich. Er ist auch ziemlich locker gebunden. Ich denke mal, der ist für Puder perfekt. Steht hier irgendwas noch drauf? Ja, man sollte natürlich auch erst die Packung lesen. Braucht man nicht raten. Es ist ein Puder- und Rouge-Pinsel für einen perfekten Tag.
Ja, so, was steht denn da Schönes? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Teint im Land? Die Antwort des Spiegels: Am stilvollsten und schönsten sind diejenigen, die das farbige Puder der Alchemisten benutzen und über perfektes Werkzeug verfügen. So, und dann gibt es noch eine Pflegeanleitung, wie man diesen Pinsel pflegt. Reinigen Sie bitte nach jeder Schminksession. Befeuchte ihn, füge einen Tropfen Seife hinzu und reibe die Borsten in kreisenden Bewegungen auf deinen Handrücken. Ausspülen, bis das Wasser klar wird und liegend an der Luft trocknen lassen. Ja gut, das mache ich bei meinen anderen Pinseln auch so, das ist nicht das Thema. Ja, den kann man mal ausprobieren, der ist bestimmt nicht so übel. Habe ich wenigstens mal einen Ersatzpinsel. Ich habe zwar sehr gute Pinsel. So, von. Ja, Zoeva. Also die Marke habe ich jetzt so da. Das ist meine Marke. Ich finde die Pinsel wirklich gut. Gibt es ein Set? Gut, einige würden sagen, ist mir zu teuer, aber hey, ich möchte nicht immer mal die Borsten in der Hand haben. Dann und wirklich hochwertige Pinsel, dann halten die auch etwas länger und ich muss nicht ständig einen nachkaufen. Gut, aber da haben wir doch schon mal was. So, machen wir mal, ich bin dann neugierig, dieses da auf. Soll ich diesmal lesen, was drin ist, oder erst aufmachen? Nein, erst aufmachen. Ich gehe es volles Risiko. Aha. Okay, ich zeige es erstmal in die Kamera. Da, das ist da drin. Also Ohrringe können es ja nicht sein, oder? Sind das? Ach nein, das sind Armreifen. Komm raus. Zick nicht so rum. Du kommst gleich sowieso an mein Handgelenk. So. Es sind Armreifen, die nach oben auch hübsch offen sind, denn nicht jeder verfügt über schlanke Handgelenke, so wie ich. Ich verfüge auch nicht drüber. Von daher müsste man doch, ja, guck mal, passt sogar. Kann man sogar noch so ein bisschen, kann man ein bisschen auseinanderbiegen, damit man besser reinkommt. Ja gut, der ist doch so ein bisschen, vielleicht sollte ich tauschen. Den mit dem. Und vielleicht sollte ich es auch andersrum machen. Wartet mal. So. Und so. Also sieht dann so aus. Ja. Sind ganz nett. Muss man dann auch wieder gucken, wie hochwertig die sind. Und ob die im Sommer, wenn man doch ein bisschen mehr schwitzt, dann vielleicht das Pech hat und die abfärben. Aber sie sind also für jeden tragbar, würde ich auch mal behaupten, weil die dürften, also besonders der ist ja wirklich der untere sehr schlicht gehalten, der dürfte auf jeden Geschmack treffen und der ist halt etwas ja dicker, außergewöhnlich. Ich denke mal, da wird My Little Box dann auch wieder, ich schätze mal wirklich 98% der Abonnenten dann für sich gewinnen in Sachen Geschmack von den Dingern. Okay, wunderbar. Ja, kann man auch behalten. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist Französisch, ist ja nicht meine. So, Coco Chanel pflegte zu sagen, bevor du ausgehst, leg mindestens ein Accessoire ab. Aber die Rokoko-Philosophie mäßt mehr, sagt uns, wir sollen lieber ein Accessoire hinzufügen. Diese Armbänder sind jedenfalls perfekt geeignet, um deine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu begleiten. Ja, okay, das sind Goldarmbänder, um in der ganzen Gesellschaft zu glänzen. Alles klar, ja, komm, stellvertretend mache ich die Packung mal dahin, ist egal. Was haben wir noch?
So, aha, okay. Dann haben wir hier, habe ich noch zwischendrin hier diese Karte gefunden. Da ist auch ein QR-Code drauf, den halte ich jetzt mal zu, weil ich nicht weiß, was der dann auslöst. Was steht denn auf der Karte drauf? Schönheitsroutine mit Glamour. Heute verwöhnen wir uns nach Strich und Faden. Bereit? Sollen wir ein festliches Unboxing wagen? So, auf einer gut mit Feuchtigkeit versorgten Haut können wir guten Gewissens einen edlen Hauch Puder verteilen, um zu glänzenden Partien vornehm mattieren. Besonders sinnvoll, wenn viel fotografiert wird. Nimm einen butterweichen Pinsel, den haben wir ja schon ausgepackt, aus deiner Box und genieße die Poudrage Deluxe. Poudrage Deluxe. Ehrlich, ich kann kein Französisch, sorry, also. Pff. So, weicher Pinsel, mehr Farbe, trage dein Rouge in einer kreisen Bewegung hoch und auf den Wangenknochen auf. Fast am äußeren Augenwinkel, so lieben wir es, reich pigmentiert und bonbonrosa. Also, das ist hier dieses da. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht ist da Rouge noch drin. Wir haben ja noch das Beutelchen vor uns. So. Darf es noch ein wenig tart sein? Wenn du Lust hast, deine glamouröse Routine zu erweitern, kannst du mit dem Code bla 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 satte 20% auf das gesamte Sortiment von Tarte bei Sephora sichern. Ah, okay, Kooperation. Gültig vom 15. Dezember bis 15. Januar online unter Sephora. Dafür war also der QR-Code, den ich gerade zugehalten habe. Und dann steht da noch was, die Amerikanerinnen bewahren ihr Geheimnis akribisch, doch wir haben es geschafft, es uns zu holen bei Sephora. Die Man-Eater-Mascara von Tarte verlängert die Wimpern ohne zu klumpen und bereitet sie aus wie ein Schwarm Schmetterlinge. Aha, bye-bye falsche Wimpern, die überall kleben. Okay, dann ist bestimmt auch ein Mascara drin in dem Beutel. Okay, ja, gucken wir mal. Ich habe aber noch eine Karte. Ah, okay, das ist ein Geschenkgutschein. So, was haben wir denn da? Grandios, der Dezember ist immer ein kleines Feuerwerk, die Kirsche auf dem Kuchen, der Highlighter auf mattem Make-up, kurz gesagt, die festliche Zeit des Jahres. Wenn jemand weiß, wie man jeden Anlass einzigartig macht, dann ist es MAC Cosmetics. Lässig, metallisch, glitzernd. Alles, um jeden großen Moment in eine Gelegenheit zu verwandeln, deinen einzigartigen Stil auszudrücken. Deshalb haben wir einen schimmernden Lidschatten in deine Box gepackt, damit du das Jahr glänzend zum Abschluss bringst. Okay, jetzt haben wir schon mindestens drei Sachen, die verraten wurden. Aber vorher solltest du mal die Rückseite schauen. Okay. Shiny Moments mit MAC Cosmetics. Für einen erhellenden Dezember brauchen wir außer dem Lidschatten aus der Box eine hypnotisierende Wimperntusche, einen hochglänzenden Highlighter und warum nicht einen ihrer sehr berühmten Lippenstifte. Von zartem Nude bis zum intensiven Rot. Es liegt an dir. Um dir den Dezember etwas zu versüßen, bietet MAC Cosmetics dir einen 15-Euro-Gutschein ab einem Einkaufswert von 31 Euro unter maccosmetics.de oder in den MAC Cosmetics Stores. Habe ich hier einen? Puh, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber ich sehe schon wieder so ein Sternchen an diesem Gutscheinwort. So, das Angebot kann online mit dem einmaligen und persönlichen Code auf der Rückseite der Karte und in den Geschäften mit dem Barcode genutzt werden. Das Angebot kann nicht mit anderen aktuellen Angeboten kombiniert werden, gültig vom 1. Dezember bis 31. Januar. Naja gut, 2 Monate. Nicht anwendbar auf Pinsel, Mini-Mac-Sets, Viva, Glam-Lipsticks, Produkte aus Kooperationen, sowie bereits reduzierte Ware- und Sonderangebote. Okay, ja gut, das ist ja das Allgemeine. Ja, Gutschein von MAC. Vielleicht finde ich da ja mal einen Lippenstift. Gucken wir einfach mal. 15. Das Doofe ist halt nur wieder, man muss für 31 Euro einkaufen, kriegt dann 15 Euro abgezogen. Ja gut,
hat man 16 Euro gespart. So, gucken wir aber jetzt wieder in das kleine Säckchen hier rein, das ich wieder toll finde. Ich bin ja ein Liebhaber von so kleinen Säckchen, weil ich mir die überall in meinen Handtaschen reinmache, um meinen Lippenstift, meine Taschentücher, meine kleinen Gedönse wie Handy und sowas reinzutun, damit die nicht überall in der Tasche rumfliegen. Von daher, wie nennen die anderen das? Ich feiere das. So, okay, legen wir das Säckchen schon mal ein bisschen hier hin. Ja, gut, okay. Dann halte ich euch das erstmal in die Kamera, bevor ich mal gucke, was das sein soll. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es ist wieder ein My Little Beauty Produkt, also tatsächlich aus den eigenen Reihen, keine Kooperation. Ach, es ist ein Tonic. Okay, perfektionierender Toner. Ah, okay, und wieder schön klein geschrieben. Juhu, dieser Toner kümmert sich liebevoll um die Verfeinerung deines Hautbilds. Nach dem Abschminken einfach einige Tropfen auf ein Wattepad geben und auf die saubere, ungeschminkte Haut tupfen, bis die Lotion eingezogen ist. Aber was passiert unter dem Wattepad? Letzte Unreinheiten werden entfernt und der Teint wird verfeinert. Hyaluronsäure und Reiswasser spenden Feuchtigkeit, während Strohblumenextrakt sanft deine Poren straffen. Mhm. Okay, ja, hört sich ja nicht so doof an, ne? Ja, okay, habe ich zwar noch nie so benutzt, aber ey Leute, ich habe heute tatsächlich einen Pickel gefunden. Wo gibt's denn sowas? Ich habe seit Jahrzehnten keinen Pickel mehr bei mir gefunden. Und heute gucke ich in den Spiegel und da dachte ich, was ist das? Wo kommt das her, ey? Ich dachte, ich wäre so alter raus. So, das ist das nächste, was drin ist. So, jawohl. Das sieht mir im ersten Schritt so aus wie ein Lidschatten. Ja, es steht auch Eyeshadow drüber. Man muss das ja heutzutage nicht Lidschatten mehr nennen. Zum Kotzen manchmal dieses Englisch. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Das sieht so ganz nett aus, finde ich. So, da. So, der ist auch schön hell, der Lidschatten. Das mag ich ja eigentlich recht gerne. Den kann man dann nämlich schön ins Büro auftragen. Er scheint so ein bisschen zu schimmern. Ja, und MAC sollte eigentlich auch gut decken, die ganze Geschichte. Ja, der gefällt mir, den behalte ich auf jeden Fall, weil den kann man tatsächlich auch im Büro gut tragen, ohne dass man gefragt wird, ob man hier auf einer Party ist oder arbeiten. So, und dann kommen wir zum letzten. Ja, okay, das ist dann, wie auch schon auf der Karte angekündigt, der Mascara von Man Eater, von Tarte mit dem Namen Man Eater. I'm sorry. So, machen wir ihn mal auf. Ich bin mal neugierig, wie die Bürste aussieht. Oh, das geht aber schwer raus. Da, jetzt, er kommt. Okay. Aha. So sieht die Bürste aus. Das scheint irgendwie eine Silikonbürste oder so zu sein. Also ich bin mal gespannt, ob das was wird. Also so ein Mascara habe ich ehrlich gesagt mit so einer komischen Bürste noch nie benutzt. Von daher, gut, wenn ich jetzt keinen Mascara drauf hätte, würde ich es mal glatt probieren, aber ich habe einen drauf. Gut, dann ist es so, dann muss ich so lange warten, bis mein Mascara leer ist oder bis morgen. Ja, leer. Das war es auch schon für heute. Ja, was halte ich von der Box?
Ja, ich bin da so ein bisschen gemischt. Wartet mal, ich nehme mal die Armbänder, packe ich mal hier so hin auf meine Deko. So. Ja, ein bisschen gemischt. Was kann ich gebrauchen? Die Armbänder finde ich ganz hübsch. Das Mascara kann ich gebrauchen. Lidschatten ist auch meine Farbe, weil er schön hell ist. Guten Pinsel kann man eigentlich auch immer gebrauchen, wobei ich habe eigentlich meine Pinsel. Und deswegen habe ich mir da auch nicht nochmal ein neues Set gekauft, weil warum soll ich hier 1000 Pinsel rumfliegen haben? Ich kann ja immer nur einen benutzen. Von daher, ich weiß nicht. Dafür finde ich dann auch wieder hier dieses Beutelchen ganz nett. Ja, im Großen und Ganzen finde ich die Box dann doch gelungen. Ja, mein Fazit ist dann doch positiv. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr Bock habt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, weil dann verpasst ihr keine Videos mehr. Stellt euch das mal vor. Mann, Mann, Mann. Und ab Januar geht es dann auch wieder mit meinen generellen Tipps und Tricks los. Und zwischendurch kommt dann so ein Beauty-Unboxing nur noch. Ich habe da nämlich heute kurioserweise, ich weiß nicht, warum mir sowas immer im Schlaf einfällt. Das ist so wirklich zum Kotzen. Du schläfst, du wachst auf, fupp, Idee. Ich habe jetzt schon wirklich, so, ich muss diese Idee niederschreiben, ansonsten kann ich nicht wieder einschlafen. Ich habe es mal wirklich ausprobiert. Ich habe mal versucht, weiter zu schlafen. Es ging nicht. Erst als ich aufgestanden bin und Zettel und einen Stift geholt habe und das aufgeschrieben habe, war meine Birne so weit beruhigt, dass sie sich wieder pennen gelegt hat. Es ist wirklich zum. Oh. Naja, jetzt mittlerweile habe ich so gemacht, dass ich Block und Stift auf meinem Nachttisch liegen habe, weil mir in den letzten Monaten verstärkt mehrere Ideen gekommen sind. Eine davon ist mir dann, wie gesagt, heute Nacht wiedergekommen. Da muss ich gleich noch was für kaufen, wo ich dann hoffe, dass ich es auch bekomme. Dann werde ich nämlich wieder ein Tipps- und Tricks-Video, ein generelles für euch drehen, denn die Idee finde ich gar nicht mal so doof. Ja, also wie gesagt, ihr könnt weiterhin gespannt sein. Es kommt aus allen möglichen Sparten was auf meinem Kanal. Und ja, wenn ihr was vermisst, wo ihr sagt, ach komm, das könnte Tanja ja eigentlich auch mal machen, wie zum Beispiel Büchervorstellungen oder was weiß ich, dann einfach her damit. Ihr habt die Möglichkeit, mir Kommentare zu hinterlassen. Ja, und jetzt habe ich wieder mal genug gequatscht. Ich denke mal, ich werde mich jetzt noch hinsetzen, das Video schneiden, online bringen, damit ihr schön gucken könnt. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Macht's gut. Eure Tanja, Tschüsschen.